Servus, Grüße und Hallo, die Kasse der letzten neuen Folge von Rosenkreuz Stilett. Und heute geht es zu Ferry Leviathan. Moment. Trauer auf Rede. Trauerwrede ist kommt, wie man den Namen schon entnehmen kann, von dem deutschen von dem Gefühl für Trauer auch. Und ja, sie kommt vom Gefühl Trauer und vom deutschen Spiel ihren Nachnamen hat sie vom deutschen Spieleautor Klaus-Jürgen Wrede, der für Spiele wie Carcassonne bekannt ist, Krone und Schwert, Die Fugger, Untergang von Pompeji, Venedig, Anasazi etc. pp. Und ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist dies die Wasserstage und ich hasse die Stage, finde aber den Boss mega, 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 mega geil. Und damit meine ich jetzt nicht nur ihren kleinen Swimsuit. Nein, das ist, beziehungsweise vorher hatte sie ja einen Swimsuit und jetzt läuft sie ja in so einem geilen Casual-Outfit rum, wie ich finde. Die Stage... Übrigens, lasst euch hiervon nicht treffen, weil Instant Death Spike und so. Spaltet sich in diesem Teil in drei Teile. Ich nehme aber den für mich am einfachsten Teil. Weil er nicht nur für mich im Let's Play am einfachsten ist, sondern auch generell am einfachsten, meiner Meinung nach. Ja. Wie ihr seht, wir haben hier echt tolle Wasserphysiken. Was man in einem Mega Man-Klon relativ selten sieht. Hust, hust, Mega Man 7. Und sind auch tatsächlich schon beim Boss. Und die kleine Frau Fredde finden wir hier. Die Stage war ja mal gar nicht so schlimm, oder? Ja. Schauen wir uns mal die Fredde in der ursprünglichen Stage an. Tag 2, diesmal habe ich den Unterwasserweg genommen von Trauerer Wrede Stage für den Bosskampf tatsächlicherweise, weil in meiner eigentlichen Aufnahme habe ich dann ja den Überwasserweg genommen, der sich als nahezu unmöglich gestaltet hat. Okay, leichterer Weg, viel schwererer Boss. Ja. Wow, wieso hat sie das gemacht? Ihr Pattern sieht es gar nicht vor. Ihr seht ja, wie viel unheimlichen Schaden sie macht. What the hell? Ihr seht den Sinn. Naja, wie auch immer. Heiliger Bimbam. Ja, ja. Frau Wrede im neuen Teil ist echt cool. Sie hat zwar nach wie vor ihr schönes Airman-Thema, ist aber deutlich einfacher, zumindest in der ersten Phase. Autsch. Man muss einfach nur wissen, wann man zu springen hat. Eng befreundet mit... Oh Gott! Mit Zorn der Zepperin. Ah!
Anfällig übrigens gegen die Eislanze. Oder? War das Eislanze? Na, okay, nicht unbedingt Eislanze, aber... Oh, jetzt muss ich gucken. Doch, Eislanze. Die haben wir von Fräulein Treiber bekommen haben. Auch. Was so? Oh nein. Oh nein! Ja, nee, sorry, aber... nee. Das war gerade ein bisschen zu viel, aber okay. Machen wir mal kurz einen Prozess aus ihr. Ihre Schwäche. Aber... damit er jetzt nicht gerechnet, dass sie mich jetzt gerade auseinandernimmt. Beziehungsweise, das muss ich offen und ehrlich gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass das Fräulein mir so viel Probleme bereitet. Haha! Ich weiß, das war Cheaten. Wir bekommen den Kopiekreisel. Ja, eine interessante Waffe. Und das war's auch schon wieder von dieser Stage. Aber ja, ich stehe offen und ehrlich dazu. Ich habe meine, ich habe die Waffe genommen, weil ich bin einfach. Diese Wasserphysik ist zwar toll, aber es hilft nichts. Wenn man in normalen Mega Man noch normal springen konnte. In Mega Man Base meines Wissens nach, in Mega Man 7 konnte man halt noch normal springen, ist es hier unter Wasser einfach blöd gewesen. Unabhängig davon, in der nächsten Folge geht's dann zu Schwermutter Casasola Merkle, Roller Seyfert, Dulles Warmind und ganz bestimmt nicht zu Sonne Separat. Tschüss!